Seit kurzem dürfen wir das Lernfeld 6 in der Fachkraft für Arbeitssicherheit für den Bereich Sicherheitsdienstleistungen ausbilden. Was das für dich bedeutet, das erfährst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit und im YouTube-Kanal der Akademie für Sicherheit. Ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, haben wir gerade die Zertifizierung erhalten, dass wir als erstes und bisher einziges Unternehmen bundesweit in ganz Deutschland extern das Lernfeld 6 Sicherungsdienstleistungen der Verwaltungsberufsgenossenschaft für Fachkräfte für Arbeitssicherheit ausbilden dürfen. Und wir sind also da unheimlich stolz drauf. Wie gesagt, als allererster, der es bekommen hat, diese Zertifizierung extern und aktuell auch als einziges Unternehmen in ganz Deutschland. Das heißt, wenn du hier eine Alternative suchst, um dich zur Fachkraft für Arbeitssicherheit ausbilden zu lassen, insbesondere im Lernfeld 6 für die Bewachung, dann bist du bei uns genau richtig. Selbstverständlich ist der Lehrgang nicht nur für Mitarbeiter aus der Sicherheitsbranche offen, sondern auch für sogenannte Branchenwechsler bzw. für Personen, die eben gerne verschiedene Branchen abdecken möchten. Auch die sind herzlich willkommen bei uns im Lernfeld 6. Ja, was bedeutet das jetzt? Was ist damit gemeint? Es ist ja so, dass es seit 2023, 1. Juli war der Stichtag, nur noch die sogenannte Ausbildung 3.0 in der Fachkraft für Arbeitssicherheit gibt, SIFA 3.0. Und das Ganze ist unterteilt in die Lernfelder 1 bis 5. Die Lernfelder 1 bis 5 sind für alle Branchen gleich. Also egal, ob du jetzt in der Bewachung oder Holz, Metall, Chemie, Elektro, was auch immer du gerne machen möchtest, für alle ist das gleich. Und zweiter Punkt, das Lernfeld 6 wurde entsprechend abgekoppelt, heißt, ist branchenspezifisch. Das heißt, für jede Branche, in der du dann hinterher als Fachkraft für Arbeitssicherheit tätig werden möchtest, brauchst du noch eine entsprechende Qualifikation aus diesem Lernfeld 6. Ja, und wie läuft das Ganze jetzt ab? Es ist so, dass wir hier bestimmte Vorgaben von der DGUF, der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, und von der VBG, Verwaltungsberufsgenossenschaft, bekommen haben, um das Ganze durchführen zu dürfen. Und zwar mussten wir uns hier, wie gesagt, zertifizieren lassen, mussten Unterlagen eintragen, dass wir fachlich und auch didaktisch in der Lage sind, das Ganze durchzuführen, Einsendeaufgaben ausarbeiten, die dann eben hier während dieses Lernfeld 6 hier von den Teilnehmern zu bearbeiten sind. Und ein ganz wichtiger Punkt, um dieses Lernfeld 6 absolvieren zu dürfen, braucht man sogenannte Branchenpunkte. Und wenn man da auf der Homepage der Verwaltungsberufsgenossenschaft nachschaut, dann sind diese Branchenpunkte dort nur über interne Schulungen bei der Verwaltungsberufsgenossenschaft zu erreichen. Die einzige Ausnahme ist, dass man auch, wenn man bei der Security in Essen war oder auf der A&A in Düsseldorf, man hier dann auch einen kleinen Teil dieser Branchenpunkte erreichen kann. Insgesamt braucht man 40. Durch den Besuch dieser Messen könnte man jeweils 10 Punkte erreichen und die anderen Branchenpunkte sind alle eben nur über interne Lehrgänge der Verwaltungsberufsgenossenschaft zu erreichen. Anders ist es bei uns. Hier gibt es noch viele andere Lehrgänge, die hier für diese Branchenpunkte geeignet wären. Wenn dich das interessiert, dann melde dich gern bei uns. Wir werden es auch zeitnah auf unsere Homepage stellen. Jetzt wollte ich einfach euch als erstes mal informieren, dass das Ganze jetzt hier aktuell am Laufen ist. Und wie gesagt, weitere Infos dann auf unserer Homepage oder hier unten drunter kannst du auch gern in den Kommentaren was dazu schreiben, wenn du Interesse hast, beziehungsweise die Kontaktdaten sind ja auch dort verlinkt, dass du dich dann bei uns melden kannst. So, heißt also, im Gegensatz zum normalen Prozedere, wo das Ganze 4 bis 4,5 Jahre dauern würde, bis man dann fertige Fachkraft für Arbeitssicherheit im Bereich Sicherheitsdienstleistungen ist, kann man das hier bei uns in einem Jahr hier absolvieren. Ich denke, das ist ein Riesenunterschied, 4,5 zu 1 Jahr. Das sollte man sich also sehr gut überlegen, welchen Weg man dann da geht. Ja, wenn du Fragen dazu hast, wie gesagt, schreib es gerne in die Kommentare. Ansonsten alles Gute und bis zum nächsten Mal.